Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Verteidigungsveteranen zu Castle Story. Ja, ich mache gerade weiter, weil mir Castle Story gerade sehr viel Spaß macht irgendwie. Vor allem bin ich gespannt auf den Invasion-Modus, wie gut wir uns darin schlagen. Bevor wir aber mit unserem Spielstand weitermachen, also LP01, will ich euch mal kurz meinen Privatspielstand zeigen, den ich kurz danach angefangen habe, also nachdem ich das Let's Play pausiert habe, weil ich nochmal ein bisschen fleißig mit mir herumexperimentieren und so. Wir wollen aber natürlich noch unsere Burg im Sandkasten fertig bauen. Ich würde euch aber erstmal zeigen, was ich so herumgetüftelt habe. Wir werden es allerdings etwas anders machen. Zumal wir sowieso einige Sachen schon anders gemacht haben, zum Beispiel den Turm. Andererseits wollte ich halt nicht zu viel Zeit im Sandkastenmodus verplempern mit herumexperimentieren, also während der Aufnahme, weil ich denke mal, der Invasion-Modus ist dann doch etwas interessanter, als mir nur hier im Sandkasten zuzusehen. Von daher warten wir, dass unsere die Welt geladen hat. Hoffen wir, dass das schnell geht. Dann zeige ich euch mal ganz kurz, was ich da zusammengebaut habe. Bevor wir dann zurück in unsere Let's Play Welt gehen und dort die Burg vollenden. Ein bisschen was haben wir ja noch. Und dann werden wir auch gleich eine Invasion mal starten. Weil ich will nicht zu viel Zeit mit der Sandkastenburg verplempern. Ich will nur noch das Nötigste machen. Und dann, eine Invasion starten. Jetzt braucht es aber wieder lang zum Laden, ey. Ja, jetzt hat's geladen. Gut. Ja, das ist mein Privat-Sandkastenspielstand. Und wie ihr sehen könnt, ich habe eine ziemlich vollständige Burg gebaut. Bis an die Zähne bewaffnet, sogar mit einem Bombenwerfer, einem Armbrustschützen und einem Katapult. Was ich halt nicht so schön gemacht habe, sind hier die Holzplattformen ein bisschen. Wie man zum Beispiel hier an der Treppe sehen kann. Das möchte ich dann bei uns nachher in unserem Sandkasten ein bisschen besser hinkriegen. Ja, und überall liegt Holz und so weiter rum. Und ja, wir haben ein funktionstüchtiges Katapult, was ich auch sehr schön finde. Dem können wir irgendwo einen Feuerbefehl geben. Und dann, wenn wir rechts klicken und feuern, dann feuert es. Und hinterlässt ein hübsches Loch. Ja. Im Gegensatz zu unserem Let's Play Spielstand habe ich hier keinen Steinbruch angelegt, sondern habe angefangen, diese Berge auszuhöhlen, indem ich Tunnel gebaut habe, wie man sehen kann. Habe ich hier sehr schön die Tunnel ausgegraben. Habe sogar neue Befehle gegeben zum Weiterausgraben. Die werden allerdings gerade nicht bearbeitet, weil unsere Lager voll sind. Ja, obwohl ich gesagt habe, sie sollen Stein nicht sammeln. Schade, dass das nicht ganz so richtig funktioniert. So, wir machen das X-Ray mal wieder aus. Schade, dass es dafür kein Kürzel zu geben scheint. Und ich werde auch bei unserem Spielstand was anderes mit den Zinnen machen, ganz ehrlich. Hier fehlt übrigens eine, merke ich gerade. Ich werde nämlich einfach halbe Ziegel nehmen, weil ich finde, halbe Ziegel sehen dann irgendwie ein bisschen schöner aus als diese Zinnen. Die sehen ein bisschen arg protzig aus, muss ich sagen. Gut.
Ihr wollt euch das nur mal kurz zeigen. Also hier haben wir bereits eine ziemliche Mauerumrandung mit Zinnen und einem Laufsteg. Bei unserer aktuellen Burg will ich das ein bisschen anderes machen. Also ich will, das zeige ich euch dann, wie wir drüben sind. Und natürlich will ich auch noch einen Katapult oben drauf setzen auf unsere Burg. Gut, das heißt, ich verlass mal das Spiel. Ich kann nicht direkt laden, das ist schade. So, dann klicken wir auf Spielen, wenn wir dürfen. Und laden mal unser Let's Play. Ja, wir haben 91% erreicht. Jetzt hängt es wahrscheinlich wieder kurz. Der Dumms. Vorführeffekt, yay. Aber davon lassen wir uns ja nicht runterkriegen, oder? Lade, ich befehle es dir. Ah, es hat geladen. Gut. Wir haben zum Glück bei fast allen Lagern den nötigen Platz gelassen. Nur bei dem Lager nicht, weil es ein bisschen unpraktisch ist. Egal. So, unser Turm ist einigermaßen fertig. So, bauen wir noch mit einem Abstand hier eine Reihe Lager hin, damit wir genug Lager haben. Und du nimmst gleich mal das Schwefel hier weg. Besetzt da mit drei Dinger. So. Dann geben wir hier erstmal einen Aufräumenbefehl, machen den groß. Und sagen, die drei Dinger sollen abgerissen werden. Oh, und das Zeug darin verschwindet einfach. Das ist nicht so schön. Gut, das heißt, wir müssen in Zukunft mit unseren Lagern besser planen. Ich darf sie auf jeden Fall nicht mehr zu nah an die Mauer setzen. Das ist das Hauptproblem. Oh, das nächste Hauptproblem sehe ich gerade hier an der Mauer. Die Tür ist zu nah. Aber gut. Das kriegen wir auch irgendwie hin. Ja, seht ihr, das hängt dann jetzt hier. Ach ja.
Das ist ja schon die Oberkante eigentlich. So, fangen wir erstmal hier ein bisschen an. Wir können maximal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hier hin. Und ich denke mal, das dürfte reichen bis in die Ecke. So, hübsche Steinsäulen platzieren. Dann brauchen wir als nächstes mal eine Treppe nach oben. So. Gut. Damit wäre schon mal die erste Hürde genommen. Meine Werkbänke stehen da gut, wie sie sind. Eins, zwei, drei, das sind vier, fünf, sechs, acht. Das heißt, ah, machen wir sicherheitshalber mal hier hin. So. Ich habe übrigens auch in meinem Privatspiel mal die Lage ein bisschen besser gemanagt, als ich es hier tue. Nämlich ihnen gesagt, was sie annehmen dürfen. Oh, da habe ich eine Säule übersehen. Hey. Hier belasse ich es jetzt einfach mal dabei. Spart nämlich Zeit. So, und dann geht's hier los mit... Nicht mit denen. Sondern mit L-Noten. Hier. T-Noten hier. Dann sehe ich erstmal die T-Noten. Oh ja, hier bin ich noch nicht ganz fertig mit den Säulen, aber das machen wir dann. So, L-Noten. Und ja, wir werden sehr viel mehr Holz brauchen. Und hier auf jeden Fall noch einen Abstandshalter. Gebe ich also mal Holz in Auftrag. Nicht ganz so viel Holz. So dürfte reichen. Aber jetzt fangen wir an hier.
Okay, ich kann nicht 6, ich kann nicht 8, ich kann nur 6 auseinander machen. Das ist ärgerlich. Weil für 8 bräuchte ich noch einen Unterstützungsbalken, wie ich gerade sehe. Und hier ist es sowieso zu breit. Sind die 3 breit wahrscheinlich? Naja. Kann man jetzt auch gerade nichts machen.